Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte St. Kalle. Wir spielen diese Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesucher eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Okay, dann werde ich mal die Milch wegtragen. Hallo Björn, sei gegrüßt. Du brauchst dich nicht entschuldigen, man muss nicht pünktlich kommen. Und verpasst hast du... Oh mein, ganz tolles Lua-Skript. das sehr, sehr simpel und klein ist und mir bei einer kleinen, aber sehr lästigen Aufgabe beim Modden hilft. Und ich hoffe, dass ich dadurch Stunden einspare und damit schneller modden kann. Ist aber nichts, was großartig zu sehen ist. Ich habe nur einen weißen Würfel und eine rosa Kugel in blaue Objekte verwandelt. Und es soll dann aber später sich auch auf andere Objekte auswirken, nicht nur auf Würfel. Ja, und was haben wir noch gemacht? Kühe gefüttert und Hühner gefüttert. Und ein bisschen über die Farmkorn geplaudert. Ich bin ganz verrückt vor lauter Farmkorn-Vorfreude. Kann es kaum noch abwarten. Aber das dauert wohl noch ein paar Monate. Ja, und Luis Otto, was hast du für ein Ticket? Ich finde das ja irgendwie eine coole Idee mit diesem Goldticket und dem Death Dinner. Letztes Jahr fand ich das schon ziemlich großartig, mit den Giants-Mitarbeitern da Abendessen zu gehen. Das hat sich so ergeben, dass ich an beiden Abenden mit denen mitessen konnte. Und die lassen wir mal stehen, die Milchkanne. Hallo Zwerkules, Hallöchen, sei gegrüßt. Und hallo Fees. Luis Otto, du hast leider noch keins. Jo, ich glaube, die Goldtickets sind auch schon ausverkauft oder teurer geworden, irgendwie sowas. Aber auch ohne Goldticket, mit normalem Ticket, ist die Farmcon ein echt tolles Erlebnis. Oh, Scotty, the Danger, Hallöchen. Hast du auch mal wieder Zeit gefunden? Sehr schön. Das freut mich. So, wie lieb sie da immer fressen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank, Scotty. Irgendwie hieß du doch noch anders, oder? Hab ich mir das aufgeschrieben? Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Sonst kannst du es mir noch mal verraten. Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das habe ich, glaube ich, erst später angefangen. Kai, okay. So, Scotty. The Danger heißt Kai. Super gut. Aber Scotty klingt natürlich auch ziemlich cool. Bei Scotty muss ich an Raumschiff Enterprise denken. Da war der Scotty ja der Ingenieur, der die ganzen tollen Geräte, den Warp-Antrieb und das Beamen und all sowas gewartet hat, dass das immer funktioniert hat. Ein echter Held.
ab, Scotty. Genau. Ganz genau. So. Die Frage ist, können wir jetzt schon wieder düngen? Ich glaube eher nicht. Das ist, glaube ich, auch einer dieser... ja, wenigen Tage im Leben eines Bauern, wo er nicht viel zu tun hat, oder sie. Ich glaube, in echt haben die fast immer viel zu tun. Ja. Ich könnte es mal probieren, dann weiß ich, ob man von einem Tag auf den anderen im Winter das dann zweimal düngen kann. Ah, du hast dich auch tatsächlich nach dem Scotty benannt. Das ist doch cool. Ui, du hast schon 36 Spielstunden auf der Hinterland. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel. Ich habe zwar viele hundert Modstunden auf der Hinterland, aber Spielstunden noch nicht so viel. So. Jetzt kaufen wir noch ein bisschen Dünger nach. Ich hoffe ja, dass meine Hinterräder dann nicht hochgehen. Oh, Ela, hallöchen. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Das finde ich ja toll. Super. Wo habt ihr euch denn rumgetrieben heute? Oh, und Fail Junkie, vielen, vielen Dank für dein Abo. So, und... oh, ist das Kunst oder kann das weg? Hallöchen. Sei gegrüßt. Und ihr wart auf der Hof Bergmann, Ela. Das ist ja toll. So, dann werde ich hier mal Shoutout. Jawohl. Da, ein Shoutout für Ela. Ela streamt oft auf der Hof Bergmann. Sollte man sich unbedingt mal angucken. Denn bei mir gibt es ja immer keine Hofberge. So. Aber irgendwann baue ich mal eine Karte, die fast so schön ist wie die Hofberge. Ja, ich glaube, da tut sich nichts. Mal gucken. Schnell wieder ausschalten. Ja, da tut sich nichts. Da müssen wir warten bis März. Das habe ich befürchtet. Dann können wir ja nochmal nach den Hühnern gucken. Oh! Jetzt hat er aber die Schnauze hochgepackt. Ich bleib einfach mal hier stehen. Dann können wir im März gleich losdüngen. Ja, es schneit. Ich meine, im Februar darf es noch schneien. Und es schneit hier im LS ja auch ziemlich oft noch im März. Das ist bei uns im echten Leben auch oft so. Wir haben im März öfter Schnee als im Dezember. Aber beides nur äußerst selten. Jawohl, schöne Eier. Gut. So, bringen wir die noch vor zu unserem Eierstand. Große Nachfrage bei Eiermarktstand. Da haben wir ein Glück.
So. Jetzt hole ich gleich mal das nächste. Oh, und Scotty, bei euch schneit es schon seit 2 Tagen. So, durchgehend mit liegen bleibendem Schnee und so. Ela, ja, wenn du kommst, sehen wir uns im Juli. Aber hallo, ich bin schon so aufgeregt. Total gehypt, wie man so schön sagt. Hotel ist schon gebucht, Zugticket gekauft und ich fahre ganz dreist schon am Donnerstag hin. Weil ich dachte mir, dann habe ich einfach mehr davon, kann mich schon mal einleben, kann beim Aufbau helfen und kann im kleinen Kreis mit dem Giants-Team plaudern und DJ Goham und Pharmacop und Co., die kommen auch schon am Donnerstag. Oh, Ela, du bist auf jeden Fall da. Na super, wann kommst du denn? Ela, ob das geht, weiß ich gar nicht. Ich mache es einfach. Und ich denke mal, da DJ Goham und Co. ja auch schon am Donnerstag da sind, ganz offiziell, wer sollte uns davon abhalten? Und wenn wir da freundlich helfen... Ich meine, gut, die würden natürlich nicht wollen, dass schon Hunderte von Leuten am Donnerstag kommen. Aber wenn man da, ja, die schon ein bisschen kennt und fleißig mithilft und brav ist. Dem Lisatan habe ich das schon geschrieben, dass ich am Donnerstag komme, um beim Aufbau zu helfen. Er hat nicht geschimpft. Oh, du hast es nicht ganz so arg weit. Ja, das hatte ich auch so im Hinterkopf, dass du in der Gegend wohnst. Und ich habe schon eine ordentliche Fahrt. Mit dem Zug geht es schneller und natürlich bequemer. Und darum dachte ich, dann fahre ich mit dem Zug. Jo, schreib mir gerne auf Discord. Das ist okay. Und ich freue mich schon sehr, dich dann im echten Leben kennenzulernen. Es wird bestimmt großartig. Ich glaube, ich werde kommen deshalb schon am Donnerstag, weil mir 2 Tage FarmCon einfach zu wenig sind. Und weil ich beim letzten Mal fast am besten fand, wie ich zusammen mit dem Giants-Team, da war ich schon am Freitag da, da habe ich denen geholfen, die Goodie-Bags zu füllen. Und da sind wir alle immer im Kreis gegangen und haben so, ja, wie so Fließbandarbeit, aber ohne Fließband, weil wir halt immer im Kreis gerannt sind, einen Goodie-Bag nach dem anderen gefüllt. Und das war so lustig und großartig. Und da dachte ich mir, das ist der beste Teil der FarmCon. Luis Otto, wie lange ich fahre, das dürften so gut 4 Stunden sein. Also erstmal eine Dreiviertelstunde zum Bahnhof und dann fährt der Zug 3,5 Stunden. Und natürlich fahre ich noch ein bisschen früher, also insgesamt dauert es noch länger. Aber eigentlich ist es gar nicht so weit, aber da liegt der Schwarzwald dazwischen und egal welche Strecke man nimmt, entweder fährt man einen riesengroßen Bogen oder man fährt durch den Schwarzwald und dann dauert es immer ziemlich lange. Und Scotty, wie weit ich mit meiner anderen Karte bin, weniger weit als ich gern hätte. Ich habe ja beschlossen, dass ich alle Häuser selber bauen will. Und inzwischen habe ich das schon reduziert auf bei Produktionsgebäuden und Verkaufsstationen gucke ich mal, was ich so ein bisschen umscannen kann von den Giants-Gebäuden, weil das geht viel schneller als vollständig neu bauen.
Denn sonst würde die ein Jahr brauchen. Ja, und jetzt stecke ich bei der ersten Häuserrunde fest und muss dann noch die Schneedächer machen. Und dann, ja, dann habe ich 12 Häuser und 3 Grundtypen und muss noch Garagen bauen und Carports und hast du nicht gesehen. Und dann kommen erst die Farmgebäude und die schwarzwaldtypischen Häuser dran. Aber zwischendrin werde ich immer mal wieder Baustreams auf der Wunzig machen, damit ihr das auch mitkriegt. Am liebsten würde ich die zack zack fertig machen, aber dieser Häuserbau, der zieht sich immer ganz schön. Ah, weil Chucky, das stimmt, im Schwarzwald fährt man sehr schön. Da hast du völlig recht, da hat man ordentlich Landschaft. Und aber ich bin keine so geübte Autofahrerin, also ich fahre immer möglichst wenig und darum ist das so eine Schwarzwaldstrecke für mich dann auch sehr anstrengend. Da würde ich dann schon ziemlich erledigt ankommen. Allein das Höllental mit den Serpentinen, danach bin ich dann erstmal bedient, aber es ist wunderschön. Ah, Scotty, ich glaube auch, die Karte wird sehr schön. Also ich freue mich schon drauf. Ich kann es auch kaum abwarten mit der Wunzig. Ja, und darum fange ich jetzt an, Lua zu lernen, damit ich mir kleine Programme schreiben kann, mit denen ich schneller modden kann. Damit das Ganze zackiger geht. Und ich habe auch noch so viele andere Karten und Mod-Ideen. Ich musste also irgendwie den Turbo hinkriegen, was das Modden angeht. Hallo Bär, sei gegrüßt. Schönes Haus habe ich da. Ja, ja, mag ich auch sehr gerne. Habe ich mal im LS19 schon zum Alpenpack gebaut. Und ja, das hat es auch schon in den LS22 geschafft. Wir können ja mal eine kleine Hausrunde machen. Weil heute haben wir den faulen Februar sozusagen. Also, ja, hier heute im Februar. Das Wohnzimmer mit Küche und so weiter. Ah, und vielleicht sollte ich euch erst noch das Erdgeschoss zeigen. Hier ein einfaches Bad. Ein kleines Büro. Mit Port Limbo auf dem Notebook. Und hier sind dann die Schlafzimmer. Mehrere. Und da ist ein Kinderzimmer. Da kann man einen Ball werfen. Was ich auch fast immer tue, wenn ich hier hochkomme. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Und hier ist noch ein Bad. Ja, und die Wunzig, die soll natürlich auch schöne begehbare Häuser, Farmhäuser kriegen. Am besten gleich mehrere, aber ja, wer weiß, womöglich mache ich dann am Schluss doch nur eins, damit die Karte fertig wird. So, und weil Chucky, stimmt, das Höllental hat sich den Namen verdient. Ich finde es aber großartig, das Höllental. Da bin ich auch schon gerne gewandert. Also nicht auf der Autostraße, sondern in den Bergen so drumrum, von unten, von Himmelreich bis nach Hinterzahlen. Wunderschön. Oh, und Scotty, dein PC piept nur, wenn du ihn anmachst. Das ist natürlich nicht gut. Dann ist da offenbar irgendeine wichtige Kernfunktion nicht so, wie sie sein soll. Und Bär, du magst begehbare Häuser. Ja, ich auch. Ich hätte auch gerne dieses Haus von meinem modernen Farmgebäude-Pack.
auch begehbar gemacht. Da habe ich dann schon angefangen, die Wände aufzuschneiden und die Türen. Und dann kamen so komische Schatteneffekte, die ich nicht beheben konnte. Also da waren so Geisterschatten auf den Wänden. Und ich hatte keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich es mit einem tränenden Auge bleiben lassen. Aber irgendwann baue ich dieses Haus mal nach. Mal gucken. Das müsste ich hier eigentlich haben. Das ist aus Elmkrieg. Und ist vom ganzen LS22 mein Lieblingshaus. Also von den Giants-Häusern. Also normalerweise kommt das in Weiß daher auf der Elmkrieg. Ich habe es hier jetzt umgeskinnt und ein bisschen zusätzlich dekoriert und so. Also das ist normalerweise weiß mit so einem blau-schwarzen Dach. Ja, und ich mag diese drei Gauben so gerne und diese umlaufende Veranda und dann da so die kleinen Anbauten. Ich finde das einfach großartig, dieses Haus. Ja, und da es mir nicht gelungen ist, es aufzuschneiden und begehbar zu machen, muss ich es komplett selber bauen. Oh, und danke für die guten Wünsche zum Frauentag, Björn. Und wo gibt's den Kaffee? Habe ich was verpasst? Oder sollte ich in der Küche für euch einen Kaffee kochen? Ah, Birgit, du magst es auch gerne. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ah, im Haus war eine Küche, genau. Ja gut, dann werde ich euch mal einen Kaffee servieren. Und Bea, du machst dich mal fertig fürs Bett. Dann schlaf gut. Jo, wir haben hier nur so einen kleinen Topf. Ich sollte vielleicht mal eine Kaffeemaschine bauen, damit ich euch auch Kaffee kredenzen kann. Aber hier, Obst gibt's. Schönes, gesundes Obst. Hallo, Wingis TV. Grüß dich. So, hier gibt's Obst für alle. Und wenn das nicht reicht, gibt's hier auch noch mehr Obst. Lasst es euch schmecken. Und die Tassen. Ja, ich glaube, so Häuser sollte ich noch interaktiver machen. So eine Kaffeemaschine, die dann... Machen moderne Kaffeemaschinen noch Zisch und Röchel? Oder sind das altmodische Kaffeemaschinen? Weil ich trinke immer nur Tee, darum kenne ich mich damit nicht aus. Aber ich kriege das schon recherchiert, sodass sie dann die richtigen Geräusche macht. Und dann stellt man sich hier hin, klickt und dann macht so Zisch, Zisch, Röchel, 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 Brudel, 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 und dann läuft da die schwarze Suppe in die Tasse rein. Also der Kaffee natürlich. Ja, so stelle ich mir das vor. Türkischer Kaffee tut's auch. Und deinen mit Milch aber gerne doch. So. Ich glaube, wir können jetzt wieder beschleunigen, bis wir heute Abend die Kühe verkaufen. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.